Marke weggeschnappt, was nun? Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner und in diesem Video erkläre ich genau, was passiert, wenn die Marke weggeschnappt wird. Das heißt, wenn man mit einem Produkt auf den Markt kommt und jemand anders meldet die Marke an und schnappt einem die Marke weg. Haben Sie schon mal die Situation erlebt, dass ein anderer eine Marke anmeldet für eine Bezeichnung, mit der Sie schon länger oder jedenfalls vor Anmeldung der Marke auf den Markt gekommen sind? In diesem Video erkläre ich genau, was das für Sie rein rechtlich bedeutet und wie Sie sich möglicherweise wehren können. Was kann also passieren, wenn jemand anders eine Marke anmeldet für eine Bezeichnung, die man schon vor dem Anmeldetag der Marke im Markt benutzt hat? Das habe ich in meiner Mandantschaft auch schon erlebt und ich erschilder mal einen ganz konkreten Fall. Ein Mandant hat sich eine bestimmte Bezeichnung für einen Türstopper ausgesucht und ist unter dieser Bezeichnung im Markt und ein anderer Wettbewerber hat sich halt diese Marke gesichert und hat dann unserem Mandanten verboten, unter dieser Bezeichnung Türstopper zu vertreiben, zum Beispiel auf Amazon. Die Marke ist ein ausschließliches Monopolrecht. Das heißt, derjenige, der die Marke eingetragen hat, kann erstmal allen anderen verbieten, unter dieser Bezeichnung die geschützten Waren zu vertreiben, also die Waren, für die die Marke geschützt ist. In dem Fall war das halt so, diese bestimmte Bezeichnung für Türstopper. Man muss also die Marke angreifen. Oder man kann sich halt vor Gericht wehren, dass das irgendwie unlauter ist. Aber dazu gleich mehr. Was ist also in diesem konkreten Fall passiert? Derjenige, der die Marke hatte, konnte tatsächlich erfolgreich unserem Mandanten verbieten, unter dieser Marke Türstopper zu vertreiben und hat zu allem Überfluss sogar noch die ASIN übernehmen können. Das heißt, das Angebot mit all seinen Bewertungen, da derjenige eben Amazon glaubhaft machen konnte, dass es hier um eine Markenverletzung geht. Wie kann man sich nun dagegen wehren? Eine Sache ist klar, vorher die Marke anmelden. Aber was tut man, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist? Das heißt, wenn die Marke vom Gegner schon angemeldet ist und man selbst mit dieser Bezeichnung am Markt ist. Man kann die Marke als bösgläubige Markenanmeldung angreifen. Das heißt, man kann einen Löschungsantrag gegen diese Marke stellen, auf der Basis, dass man dem Amt sagt, diese Marke wurde rein in Behinderungsabsicht angemeldet. Und das ist ganz schwer nachzuweisen. Zum einen dauert das Verfahren so üblicherweise über ein Jahr. Das Verfahren kostet vielleicht auch so 1.500, 2.500 Euro. Und außerdem ist es eben sehr schwer nachzuweisen, dass der andere eben rein in Behinderungsabsicht gehandelt hat. Das heißt, dass er selbst gar kein eigenes Nutzungsinteresse hat, sondern diese Marke angemeldet hat, nur um dem anderen, also dem Antragsteller, zu schaden. Und das war in dem Fall eben schwierig nachzuweisen, weil derjenige, der die Marke für diese Türstopper-Marke angemeldet hatte, eben auch Türstopper unter dieser Marke vertrieben hat. Und dann war das nicht mehr rein in Behinderungsabsicht und ich musste davon abraten, diesen Löschungsantrag zu stellen, weil dann eben bei eigener Benutzung der Marke der Markeninhaber eben nicht mehr, jedenfalls nach vielen Urteilen, nicht mehr rein in Bindungsabsicht gehandelt hätte. Man kann neben dem Löschungsantrag auch eine einstweilige Verfügung beantragen oder ein Klageverfahren einreichen wegen unlauterem Wettbewerb. Und da gibt es im Prinzip genau die gleichen Kriterien wie für die bösgläubige Marke im Löschungsverfahren, dass eben derjenige, der die Marke angemeldet hat und gegen den eigenen Mandanten vorgeht oder zum Beispiel gegen Sie, weil Sie eben die Marke nicht angemeldet haben oder das Produkt im Markt haben, dass der eben rein in Behinderungsabsicht gehandelt hat. Und da muss man auch wieder zeigen, dass derjenige, der die Marke hat, eben kein eigenes Interesse an der Marke hat, außer eben den eigenen Mandanten oder Sie zu behindern. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, die hin und wieder erfolgversprechend ist und auch schon in der Vergangenheit zum Erfolg geführt hat. Wenn man nämlich unter der eigenen Bezeichnung schon als Firma aufgetreten ist, entweder die Firma tatsächlich so heißt, weiß ich, Marimba GmbH, oder man ist unter dieser Bezeichnung als Firma aufgetreten, auch wenn die Firma vielleicht anders heißt, hat man sich eben, weiß ich, die Webseite so und so marimba.de gesichert oder hat ein sogenanntes Firmenschlagwort Marimba gebildet, indem man eben Marimba als Firmennamen eingesetzt hat, auch wenn die Firma gar nicht offiziell so heißt. Wenn man das nachweisen kann, dass man ein Firmenkennzeichen schon vor dem Anmeldetag der gegnerischen Marke hatte, dann kann man ein Widerspruchsverfahren gegen diese Marke einleiten, 3 Monate ab Eintragung bei deutschen Marken und 3 Monate ab Veröffentlichung der Anmeldung bei Unionsmarken.
Und innerhalb dieses Widerspruchsverfahrens kann man eben ein älteres Firmenkennzeichen geltend machen und dann eben die Marke auf Basis des älteren Firmenkennzeichens löschen. Ein Firmenkennzeichen nachzuweisen ist relativ aufwendig. Man muss eben zeigen, dass man für ganz bestimmte Waren und Dienstleistungen vor diesem bestimmten Stichtag Umsatz gemacht hat, deutschlandweit angeboten hat und eben all diese Nachweise auch erbringen und vorlegen. Anders als bei einer Marke, wo man eben einfach nur aufs Register verweisen kann. Aber dies ist eben eine Möglichkeit, sich erfolgreich wehren zu können, wenn jemand anders die Marke anmeldet, die man im geschäftlichen Verkehr schon benutzt, aber eben vergessen hat anzumelden. All dies ist natürlich relativ umständlich und damit aufwendig und teuer. Das Beste ist es also, die Marke anzumelden, bevor man in den Markt geht, bevor also vielleicht ein aggressiver Wettbewerber die Marke sichert und ihnen dann verbietet, unter dieser Marke aufzutreten. Insbesondere Amazon habe ich als sehr aggressives Haifischbecken erlebt bisher, wo bei unscheinbaren Produkten schon sehr aggressive Geschäftsgebaren aufgetreten sind. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, was passiert, wenn einem die Marke weggeschnappt worden ist. Was sind die Folgen für einen? Wie kann man sich wehren? Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Fragen und Kommentare beantworte ich gerne unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss: Schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.